oder Kleinasien, Vorderasien. Was ist damit gemeint? Welcher Teil der Türkei ist damit gemeint? Nicht besonders Anatolien ist ja ein sehr weitreichender Begriff, die älteste Benennung überhaupt. Das kommt aus dem Phönizischen. Die Phönizier waren hier ein Volk, die auf den Inseln gelebt haben, wo heute mehrheitlich die Griechen leben. Und sie haben jeden Morgen, wie jetzt auch, die Sonne über dieses Stück Land aufgehen sehen, von Ost nach West. Und sie haben gesagt, das ist das Land der aufgehenden Sonne. Und das heißt Anatolia in Phönizisch. Anatolia, und daraus ist Anatolien oder bei uns Anadolu, Anatolu entstanden. Und man hat aber das Gefühl, Anatolien ist irgendwo hier weit hinten im Osten, denn auch Goethe lässt ja in Faust 2 den Faust sagen, an Sonn- und Feiertagen, da weit hinten in Anatolien, wo die Völker aufeinander schlagen. Das steht in so ein kleiner Text im Faust. Und deshalb hat man das Gefühl, hier hinten unser Hinterland, hier ist ja die Hauptstadt Ankara, hier ist Istanbul, der westliche Teil, und hier der hintere Teil, das ist Anatolien. Das täuscht. Und zwar beginnt Anatolien hier schon am Bosporus und hier an den Dardanellen, die beiden Meerengen, trennt Anatolien, Kleinasien, Vorderasien und diesem kleinen Zipfel im Westen. Also der gesamte Bereich ist Asien und Anatolien und nur dieser kleine Zipfel im Westen, das ist der europäische Teil der Türkei und das sind 3% des Territoriums. Und 97%, also auch hier die Gegend, wo wir uns aufhalten, gehört zu Anatolien, zum Land der aufgehenden Sonne, Anatolia. Und die Türkei hat eine Fläche insgesamt von 748.000 Quadratkilometern. Das ist etwas mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Bei ihnen leben 83 Millionen Einwohner circa, bei uns 74 Millionen, also knapp 10 Millionen weniger. Daher haben wir viel Platz in Anatolien, noch viel Leerraum. Wenn ich mir jetzt, ich komme ja aus Köln, wenn ich mir überlege, wenn man von Köln nach Düsseldorf, Dortmund und weiter nördlich, westlich, östlich fährt, eine Siedlung nach der anderen, eine Stadt nach der anderen und hier fahren sie stundenlang, besonders hier in Anatolien, und sehen keine einzige Siedlung, nicht mal einen Baum. Steppe, Steppe, Steppe. Das ist die Kornkammer der Türkei, die sie hier, also das Hinterland gleich hinter dem Gebirge. Und die größte Stadt ist natürlich Istanbul, Alt-Byzanz, Byzantion oder Konstantinopel, und jetzt Istanbul, mit 15 Millionen Einwohnern. Das ist leicht ausgesprochen, aber wie groß ist Bremen zum Beispiel oder Zürich? Wir haben ja Zürich und Bremen gestern, deshalb dreimal, mehrere hunderttausend vielleicht nicht. Oder Berlin, 3 Millionen, 4 Millionen zurzeit. Hamburg, 2 Millionen. Ich stelle dich vor, 15 Millionen. Also nehmen Sie Berlin, Bremen, Hannover, Köln, Düsseldorf, Dortmund dazu. Sie haben immer noch keine 15 Millionen. Eine Riesenstadt, das hat natürlich mit der Landflucht hier in der Türkei zu tun, was sie vor 100, 150 Jahren hatten, das durchleben wir heute. Viele wollen nicht mehr auf dem Lande leben. Sie sehen über die Fernseher das moderne Leben der Stadt und sagen, wir wollen das auch haben. Und wandern alle aus in die Großstädte. Ankara hat knapp unter 6 Millionen, Izmir fast 5 Millionen und Istanbul 15 Millionen. Also fast jeder Dritte in diesem Land lebt in diesen drei Städten. Und das ist eine unheimliche Ballung. Und das Land wird zentral regiert, so wie früher die Ostblockstaaten auch. Wir haben kein Ländersystem, auch kein föderalistisches System, sondern Ankara pfeift und das ganze Land tanzt. Und wir haben in Ankara 550 Abgeordnete, die also landesweit gewählt werden nach Mehrheitssystem, nicht? Und zurzeit im Parlament 4 Parteien. Die Führungspartei ist eine aus islamischer Tradition kommende Partei, versteht sich aber also wie bei Ihnen die CDU/CSU als christlich-demokratische Partei. Hier nennen sie sich eben islamisch-demokratische Partei. Sind also keine Fundamentalisten. Sonst würde sie vom Volk sicher nicht gewählt werden, sondern verstehen sich als sozial, nicht sozial,
als islamisch-demokratische Partei. Und die Türkei besteht aus 81 Provinzen. Wenn Sie sich die Nummernschilder mal an den Autos anschauen, sie gehen nach Nummern 101, 02, 02 bis 81. Und das ist, sind die Provinzen, die nach der alphabetischen Reihenfolge miteinander gereiht werden. Mit A, nicht Adana ist 1, Amasya 2 und dann Antalya 07, Ankara 06. Und dann kommt B und dann C, D. Und ganz zum Schluss Z natürlich mit 81. Es geht also nach der alphabetischen Reihenfolge. Das ist ein sehr schwieriges System. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was 79 ist, müsste ich nachschlagen oder wir versuchen das zusammenzureimen.